Hey ihr Lieben, schönen guten Morgen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es Zeit für einen Weekly Check-in, nein, nicht nur ein Weekly Check-in, sondern der letzte Weekly Check-in von diesem Budgetmonat. Wir gehen in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich glaube, ab heute sind es nur noch 68 Tage bis zum Heiligabend. Absolut Irrsinn. Als ich das den Kindern heute Morgen beim Frühstücken erzählt habe, haben sie gleich verlangt, dass ich wieder so einen Kalender mache bis zum Kalender. Das machen wir traditionsgemäß jedes Jahr. Also ich mache das. Das heißt, ich male immer irgendein Bild mit zum Beispiel lauter, ich weiß schon gar nicht mehr, lauter Geschenke hatte ich schon mal oder lauter kleine Tannenbäume. Und dann dürfen sie jeden Tag einen ausmalen. Und wenn alle ausgemalt sind, dann ist am nächsten Tag der 1. Dezember und es geht mit dem Adventskalender los. Also das ist ein Kalender vor dem Kalender. Aber ich habe dann gesagt, noch ist es mir zu früh. Also so viele Sachen malen möchte ich dann nicht. Aber Wahnsinn, also vielleicht in 2 oder 3 Wochen ist es dann tatsächlich soweit. Ich liebe ja Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal gesagt habe. Ich bin ein unglaublicher Weihnachtsfan und Patrick zum Glück auch. Das heißt, das ist so unsere liebste Zeit des Jahres. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Aber wie gesagt, heute ist es Zeit für einen frühen Weekly Check-in. Früh deswegen, weil wir morgen auf der Taufe von meiner Nichte sind. Das ist die kleine Tochter von Patricks Bruder. Die wird getauft. Und da weiß ich einfach nicht, wann wir heimkommen und ob wir dann noch genügend Zeit haben für das Video. Ich weiß allerdings, dass wir morgen kein Geld ausgeben werden. Beziehungsweise das Geld, was wir morgen ausgeben für das Geschenk, für die Taufe, werde ich heute schon im Budget berücksichtigen. Das heißt, wir können einfach heute schon das Budget machen, also den Check-in machen, ohne dass sich da noch irgendwas verändern würde morgen. Gut, dann starten wir auch gleich mal. Beziehungsweise die Adleraugen bei euch haben eventuell schon dieses hübsche Stück hier entdeckt. Ich hatte euch ja bei dem Ausmistvideo gezeigt, dass ich so einen Pilot Friction, so eine Blechbox ausgemistet habe und hatte euch da schon geteasert, dass ich euch erzählen würde, was es damit auf sich hat. Und ja, ich habe von einer ganz lieben Freundin den hier geschenkt bekommen. Ist der nicht toll? Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Das ist sozusagen die Edelversion von den Pilot Klickern. Also die lassen sich so hier bedienen. Und ich habe dann mal gegoogelt. Also die sind nicht billig. Die kosten tatsächlich 20 Euro. Aber ja, schön sind die. Ne? Das ist jetzt hier so ein Goldton. Das gibt es auch noch in anderen Farben. Und genau, da kommen einfach ganz normal diese Friction-Minen rein. Und ja, ist einfach die schönere Variante von diesen Frictions. Das Einzige, was ich so ein bisschen blöd finde, ist, dass man da, wenn man ausradieren möchte, tatsächlich diese Kappe hier abschrauben muss. Und dann hast du hier eben diesen, na, mein Handy mag heute so überhaupt gar nicht fokussieren. Wartet mal. Geht das? Nein, also ihr könnt es euch vorstellen. Damit kann man halt dann eben radieren und dann muss man halt wieder diese Kappe aufmachen. Ich warte ja auf den Tag, wo ich dann diese Kappe irgendwie verschlampere. Aber bis dato sieht das natürlich super schön aus. Genau, so viel dazu. Ich verlinke euch die auch mal unten, falls die euch interessieren sollten. Aber jetzt gucken wir mal ins Budget. Also, wir fangen wieder an mit meiner Lieblingskategorie, naja, dem Essen. Ausgestiegen sind wir letztes Mal hier, genau, das waren diese Eier, die Patrick beim Bauern direkt geholt hat. Daraufhin waren wir nochmal beim Netto für 17 Euro. Wir machen wieder diese Mini-Einkäufe und keinen vernünftigen Wocheneinkauf. Ich weiß, ihr werdet alle sagen, daran liegt's und ich stimme euch da auch völlig zu. Ich denke auch tatsächlich daran liegt's, dass es oftmals nicht wirklich hinhaut. Aber ja, wir arbeiten dran. Ich hoffe, wir bessern uns. Dann hat Patrick sich beim Bäcker mal was gekauft für 4 Euro. Wir waren, oder das war ich, glaube ich, beim Aldi für 16 Euro. Das war dann nur das Essen für 2 Tage, was wir noch so gebraucht haben. Dann hat Patrick beim IKEA gegessen für 15 Euro. Da gibt es noch eine Geschichte dazu. Und zwar hat Patrick noch einen Gutschein von IKEA und wollte damit endlich mal eine neue Pfanne kaufen, weil unsere Pfanne sieht gar nicht mehr gut aus. Also da ist diese Beschichtung komplett weg und es ist mit Sicherheit nicht gesund, noch in der zu kochen. Aber das Problem war, dass der Gutschein irgendwie nicht funktioniert hat.
Also irgendwas ging da nicht an der Kasse. Und da muss ich sagen, bin ich echt voll stolz auf ihn, weil er dann die Pfanne zurückgetan hat und sie nicht gekauft hat. Früher hätte er die Pfanne dann einfach gezahlt mit EC. Und das hat er eben nicht gemacht, weil wir ja wussten, wir haben den Gutschein und man musste halt einfach nur dann rausfinden, was mit dem Gutschein nicht stimmt und sich da irgendwie drum kümmern, damit man dann beim nächsten IKEA-Besuch den Gutschein verwenden kann. Und da bin ich echt riesig stolz auf ihn, dass er das gemacht hat, weil sonst hätten wir die Pfanne gehabt und weiterhin einen Gutschein, was wir wiederum dazu verleitet, zum IKEA zu gehen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die beim IKEA dann doch gerne mal mehr kauft, als sie ursprünglich geplant hatte. Ja, das heißt, er hat eben dort gegessen für 15 Euro und wir haben immer noch keine neue Pfanne, aber ja, wir werden sehen. Dann gab es einen großen Aldi-Einkauf für 72 Euro und es gab noch mal einen kleinen Edeka-Einkauf für 5 Euro. Das heißt wiederum, dass wir noch 78 Euro übrig haben für den Monat und das übertragen wir jetzt auch gleich hier. Ich muss sagen, wir sind jetzt wieder gut ausgestattet, was unsere Vorräte angeht, und ich bin guter Dinge, dass das hinhaut, weil ich auch Meal Planning gemacht habe, ganz brav, und ich habe jetzt auf jeden Fall für die nächsten 4 Tage definitiv noch alle Zutaten für die Sachen, die ich kochen möchte. Also mal sehen. Ja, mal sehen. Ich mag nichts versprechen, was ich dann nicht einhalten kann. So, also was wir schon wissen, ist, dass 78 Euro übrig sind. Das kommt hier rein. Und dann muss ich noch gucken, wie viel wir ausgegeben haben. Das ist ja ganz einfach. Das ist einfach das da hier minus das da hier. Das sind 130 Euro genau. Stimmt das? Ja. Also ausgegeben 130. Übrig 78, übrig pro Woche mache ich jetzt nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr. Genau, so schaut es da aus. Dann geht es weiter in die nächste Kategorie, Haushalt. Da war der letzte Stand, gehe ich mal ein bisschen näher, weil ich habe hier so ganz klein, klitzeklein geschrieben, das seht ihr sonst nicht. Der letzte Stand war der hier mit dem Spülmittel und den Ohrstöpseln. Wir haben dann Klopapier gekauft und Backpapier. Es liest sich irgendwie lustig nebeneinander. Klopapier und Backpapier für 6 Euro. Und dann habe ich nochmal meine allerliebste Haarkur gekauft und so einen Wandradierer, weil ja, Haushalte mit Kindern, ihr werdet es wissen, ich habe überall die Dabber von den Kindern an den Wänden und das macht mich wahnsinnig. Und ich möchte das ja im Rahmen von dieser Fly-Lady-Methode, möchte ich ja das auch fest mit aufnehmen, dass ich dann immer komplett die Wände von dem jeweiligen Raum oder der jeweiligen Zone, in der ich gerade arbeite, mit so einem Radierer halt eben bearbeite. Ja, gekostet hat das Ganze 7 Euro und übrig sind 8 Euro. Das heißt, ausgegeben haben wir 13 Euro. 13 Euro ausgegeben, übrig haben wir 8 Euro. Weiter geht's in unsere langweilige Freizeitkategorie. Ihr erinnert euch, da waren wir ja im Kino. Daraufhin war dann nur noch 4 Euro übrig. Und mit diesen 4 Euro ist nichts anzufangen. Die bleiben vielleicht bis zum Schluss stehen, was ja eine schöne Sache wäre. Also mal wieder 0 ausgegeben, 4 Euro übrig. Und es geht weiter mit der Ungeplant-Kategorie. Ja, und da ja, muss ich mal wieder was beichten. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber hier, das ist die Ungeplant-Kategorie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte. Hatte ich das? Ja, ungeplant 7, das war das hier. Also die Zigaretten von Patrick wisst ihr. Was ihr noch nicht wisst, ist das hier. Ich habe für 10 Euro eine Tasche gekauft, beziehungsweise für 7 Euro und der Rest war Versand und dann war noch Aufrunden. Ne? Das war eigentlich 9,20 Euro, glaube ich, und dann habe ich aufgerundet. Ach ja, ihr wisst ja, dass ich zurzeit viel Zeit bei eBay Kleinanzeigen verbringe, weil ich da so viel verkauft habe. Und ich habe es ja schon beim letzten Mal hier gesagt, als es um den Filofax ging. Wer viel Zeit auf eBay Kleinanzeigen verbringt, der sieht natürlich auch Dinge. Und ich habe wieder was gesehen. Es ist nicht teuer, es ist nur 10 Euro. Ich zeige sie euch einfach mal. Was soll ich rumreden? Ich zeige sie euch. Vorher trage ich das aber noch hier ein. 10 Euro ungeplant. Nichts übrig natürlich bei ungeplant. Und das ist der Übeltäter. Schaut mal.
Ich habe diese kleine Vintage-Ledertasche gesehen, die jemand für 7 € eingestellt hatte. Das ist ganz weiches Leder mit so einer tollen Schnalle. Ich stehe ja auf diese schön verarbeiteten, tollen Schnallen. Und ich kam nicht dran vorbei. Das ist Gold und wieder schwarz. Und ich hatte doch keine schwarze mehr, weil ich mich von meinen schwarzen getrennt hatte. Und irgendwie dachte ich, ich will doch wieder eine schwarze. Und oh Gott. Taschen und Filofax, das sind meine zwei Achillesfersen. Und da hat es mich einfach erwischt. Aber wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich ja eine 1 raus, 1 rein, also andersrum, 1 rein, 1 raus, Politik. Kann man das sagen, was Taschen angeht. Und deswegen werde ich mich, und die habe ich auch schon her, von dieser hier trennen. Das ist so eine Klatsch, wo man so die Hand hier so reinsteckt und dann kann man die so halten. Die habe ich glaube, nur zweimal getragen. Das ist so eine typische Klatsch für Hochzeiten für mich. Aber von der werde ich mich trennen. Das ist so meine am wenigsten geliebte Tasche, die ich habe. Und dafür darf eben die hier einziehen. Und wer weiß, vielleicht kriege ich für die ja das Geld wieder raus. Ich denke es mal nicht, weil das kein echtes Leder ist. Also ich werde sie mal einstellen, vielleicht für 6 €. Aber ich werde auf jeden Fall eventuell einen Teil davon wieder reinkriegen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch schnell das Schätzchen hier. Aber ich kann nicht anders. Also erstmal geöffnet wird die halt eben dadurch, dass man hier so reindrückt. Und allein dieses Geräusch macht mich ja schon glücklich. Und dann hat die drinnen drei Fächer. Das vorderste Fach nutze ich jetzt gerade für so Kleinkram, mein Stift, mein Akku vom Handy, meine kleine Eule, die ich ja jetzt als Glücksbringer bei mir trage. Und im zweiten Fach habe ich meinen Geldbeutel. Ups, hallo, komm her. So, der hier passt hier ganz wunderbar rein. Und im dritten Fach habe ich dann meinen Kalender drinnen, der auch ganz, ganz schön hier reinpasst. Und ich kann dann auch noch easy den kleinen Lockwood hier reinpacken zum Mitnehmen. Und es ist immer noch Platz übrig. Also vom Platz her ist sie wirklich toll. Sie ist ein mini bisschen größer als die anderen Taschen und ermöglicht mir eben deswegen beide Lockwoods mitzunehmen. Was auf jeden Fall schön ist. Ja, also ich bin sehr glücklich mit ihr. Ich nutze sie sehr gerne. Und naja, so ist das eben. Ich bin ganz offen und ehrlich. Ich möchte euch nichts verschweigen. Gut, aber ich kann euch auch gleich was Positives vermelden. Und zwar habe ich wieder fleißig verkauft. Bei den Verkäufen sieht es momentan so aus, dass ich seitdem wir das letzte Mal gerechnet haben, hallo, mein Handy ist müde. Ich glaube, es liegt auch an unserem sehr lieblichen grünen Licht, was wir hier haben, weil ich ja immer noch, wir haben ja immer noch das komplette Haus zugedeckt und ich glaube, mein Handy ist sehr verwirrt wegen diesem Licht. Also machen wir das mal so. Seit dem letzten Mal habe ich einen Servierwagen verkauft für 20 € und einen Wäscheständer für 20 €, womit wir bei den Verkäufen gut über 100 € sind. Und hier stehen jetzt die ganzen Sachen, die noch eingestellt sind oder eingestellt werden, in der Hoffnung, dass sich da noch ein bisschen was tut. Also das ist schon mal eine gute Neuigkeit, würde ich sagen. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Sinking Funds, weil da gibt es auch was zu erzählen. Zack. Sinking Funds fangen hier hinten an. Der Sinking Funds Tiere ist reichlich unspektakulär. Da haben wir noch 38 € übrig. Den habe ich jetzt übrigens umgestellt von EC auf Bar, weil ich tatsächlich jetzt das ganze Trockenfutter im Geschäft einfach mitnehme und nicht mehr diese Monsterbestellungen vom Nassfutter machen muss. Dann Sinking Fund Auto hat sich, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte, also Patrick hat getankt und wir haben 43 € noch übrig. Aber das ist der böse Sinking Fund, wie er so immer ist. Der Haus Sinking Fund, der wurde geschröpft ohne Ende. Patrick hat Salz für den Wasserenthärter im Keller gekauft. Das hatte er einfach nicht mehr auf dem Schirm, dass wir das brauchen. Das ist eine kleine Ausgabe im Farbengeschäft und dann kam das da hier, weil Patrick entschieden hat,
dass er jetzt gleich diesen hölzernen Sichtschutz machen möchte, noch in diesem Jahr, anstatt wie ursprünglich geplant im nächsten Jahr. Einfach weil er gerade eben schon so viele Baustellen offen hat und sich dachte, dann macht er gleich noch eine neue auf. Und das waren mal eben 213 Euro, womit wir in diesem Sinking Fund schon wieder im Minus sind. Und ihr erinnert euch, wir hatten hier bereits ein Minus ausgeglichen. Dieses Minus werde ich nicht ausgleichen, weil ich sonst von allen möglichen Ecken Geld zusammenkratzen müsste. Das macht für mich keinen Sinn. Das werde ich einfach im kommenden Budget ausgleichen. Im Minus auf dem Konto sind wir deswegen nicht, weil ich den Emergency Fund auf meinem Konto ja belasse und der somit solche Sachen auffängt. Ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht, dass diese Hausgeschichte einfach mit vielen Ausgaben verknüpft ist und Patrick auch nicht immer mir am Anfang vom Budgetmonat sagen kann, was er vorhat zu machen, weil sich das dann oft aus anderen Sachen ergibt. Ja, es ist nicht schön, ein Minus zu sehen, aber wenn ich es wo einfach für mich abhaken kann, dann ist es der House-Thinking Fund. Aber ja, so schaut's aus. Und ich glaube, das war jetzt eh schon das Spannendste, weil mehr passiert da nicht. Wir haben Friseur für Patrick, 9 Euro übrig bei Gesundheit und Pflege. Wir haben Kleidung, immer noch das gleiche wie vorher, 59 Euro übrig. Im Kindersinking Fund haben wir weiterhin 3 Euro. Und das da hinten sind die, in denen nichts passiert ist. Genau, aber hier ist noch was passiert. Hier haben wir 50 Euro für die morgige Taufe rausgenommen. Es bleibt nichts übrig. Wir sind hier bei minus 9 Euro. Das heißt, auch den Sinking Fund werde ich im kommenden Monat wieder ordentlich bestücken. Und da hinten ist nichts passiert. Das war's. Genau. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Was unser Budget angeht, die Woche war jetzt nicht gar so schön wie die letzte Woche, aber ich denke, es ist immer noch alles gut im Rahmen. Ich bin weiterhin stolz auf mich, dass das super klappt mit den ganzen Verkäufen, dass ich da die Motivation gefunden habe, viel zu machen und will auch noch mehr machen. Also ich habe da schon noch ein bisschen Potenzial, sage ich mal. Vielleicht so 30 Euro wären cool, wenn ich noch erwirtschaften könnte. Und dann sehen wir uns, was das Budget angeht, tatsächlich erst wieder zum neuen Budget, also wenn unser November-Budget dann losgeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Bis dann! Ciao!